Gott, sehr geehrte Medienvertreter. Heute, das sagen andere ja auch, ist ein ganz wichtiger Tag. Die Wahl hat gezeigt, das Ergebnis der Volksbefragung hat gezeigt, dass die Schere zwischen dem System einerseits und den Bürgern andererseits immer größer wird. Auf der einen Seite die Politik, die Wirtschaft, auch die Medien, auf der anderen Seite die Bürger. Und wir sind sehr froh, dass die Bürger sich in diesem Fall ganz klar gegen das System ausgesprochen haben. Also auch für mich ganz persönlich und im Lichte meiner Landtagstätigkeit geht heute ein leidiges Kapitel sehr positiv zu Ende. Eine meiner allerersten Anfragen im Landtag, das war wohl 1983/84, betraf den Flughafen Bozen damals schon. Und es war dann eigentlich in all diesen 30 Jahren immer wieder so viel Ärger mit dabei, auch im Landtag. Ich erinnere, dass in den 90er Jahren wir ja damals schon für dumm erklärt worden sind. Man hat uns weismachen wollen, dass mit 3,5 Starts und 3,5 Landungen am Tag der Flughafen würde effizient arbeiten können. Wir haben uns damals wirklich aufgeregt, weil wir gesagt haben, dazu braucht es keine guten Rechner, da genügt der Hausverstand, um zu wissen, dass das eine Verschwendung sondersgleichen wird und dass sich das nicht rechnen kann. All das hat sich bewahrheitet. Man hat immer wieder die Augen davor, vor der Realität verschlossen. So hat jetzt endgültig, Gott sei Dank, das Volk einen Schlussstrich gezogen. Es ist uns bewusst, dass nun einige Private möglicherweise ihre Flieger dort starten und landen lassen werden, aber wir wissen, das werden niemals Linienflüge sein und das werden niemals so große Flieger sein. Und insofern also ist das für uns hier alle ein Tag der Freude. Es ist ein guter Tag, nein, ich muss sagen, es ist ein sehr guter Tag für Südtirol. Dieses Ergebnis hätten sich viele nicht erwartet. Ich auch hätte mir gedacht, dass das Ergebnis knapper ausfallen wird, aber umso besser. Denn jetzt kann niemand sagen, dass hier eine Minderheit über eine Mehrheit hinweggefahren ist. Es war auch wichtig, auch wenn dieses Quorum ja offiziell nicht bindend war von 40%, dass es erreicht wurde. So ist es jetzt auch nach allen Regeln der Wahlkunst ein offiziell gültiges Referendum. Und die Bevölkerung hat hier einfach die politische Reife gezeigt. Ich habe mich am Donnerstag, muss ich sagen, nochmal sehr geärgert, als ich diese Kampagne in der größten Tageszeitung gesehen habe, und eine ganze Seite nur für Flughafenbefürworter da war und dieser kleine Spalt hier den Gegnern gewidmet wurde. Hier hat man einfach gesehen, mit welcher massiven Manipulation man versucht hat, selbst den Bauern wurde noch eine Flugreise vor Augen geführt, wo hat man versucht, hier die Bevölkerung zu manipulieren. Das ist alles nicht aufgegangen. Und das ist doch auch eine politische Reife, die hier die Bevölkerung an den Tag gelegt hat. Es ist wichtig, dass man hier jetzt ganz klar gesagt hat, dass man dieses Konzept der Landesregierung und des Landeshauptmannes abgewählt hat. Es ist auch eine Abwahl dieser Flughafenpolitik, denn die Landesregierung hat sich ja ganz klar für den Flughafen ausgesprochen. Man braucht jetzt nicht so zu tun, als ob man hier Großdemokrat gewesen wäre und der Bevölkerung einfach die Entscheidung überlassen hat. Man hat die Bevölkerung versucht einzureden, dass sie mit Ja stimmen soll. Deswegen war das auch eine ganz klare Abwahl dieses politischen Systems. Das ist ein wichtiges Signal gewesen, das uns jetzt sicherlich auch im Landtag begleiten wird. Gleichzeitig aber, und das sagen wir auch, müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir mit diesem Ergebnis umgehen. Das heißt, es werden jetzt sicherlich keine Direktflüge nach Peking angeboten werden, also niemand braucht Angst haben, dass hier jetzt die Chinesen kommen werden. Aber, und dafür werden auch wir Sorge tragen müssen, ist, dass das Land erreichbar bleibt. Und das haben wir immer gewollt. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass Südtirol erreichbar ist. Wir wollen direkte Verbindungen zu den Flughäfen werden. Wir wollen, dass auch hier Südtirol über andere Flughäfen erreichbar ist. Das alles werden wir in nächster Zeit auch im Landtag weiter vorantreiben, weil wir immer, und davon sind wir nach wie vor überzeugt, diesen Flughafen in Bozen nicht brauchen, weil es andere Strukturen gibt und weil spätestens mit der Fertigstellung des Brenner Basistunnels die Entfernungen zu den bestehenden Flughäfen so gering sein werden, dass es eben dann andere Möglichkeiten geben wird. Ich möchte jetzt das Referendumsergebnis aus der Sicht des Tourismus beleuchten. Und zwar eben sind es eigentlich nur zwei Gemeinden, kann man sagen, eben Corvara und Wolkenstein, wo das Ja gesiegt hat.
Als Gegenbeispiel möchte ich Dorftirol und Schengen verwenden, was ja wirklich auch von den Nächtigungszahlen her zu den Spitzen-Tourismusorten Südtirols gehören, wo eben ganz klar das Nein gesiegt hat in Dorftirol mit 58,4% und noch höher mit 67,6% in Schengen. Und das sind schon ganz klare Zeichen, auch von Tourismusseite her eben, wo auch dort, wo ganz stark diese Lobbyarbeit eigentlich betrieben wurde, durch den HGV oder den ABD, die einfach den Wirtschaftsleuten, den Tourismusleuten weismachen wollten, dass Südtirol kein Weiterbestehen ohne Flughafen hätte. Und gerade hier wurde gezeigt eben, dass man sich eben von diesem nicht überzeugen lassen hat, nicht eigentlich hier eben diesen falschen Weg eingeschlagen hat, sondern eben, dass man auf sich selbst vertraut hat, auf die Qualität unseres Landes, wo es darum geht, eben sich zu erholen, um die frische Luft, die man eben in den Wäldern, in den Bergen genießen kann, Radausflüge zu machen, gute Produkte, regionale Produkte, wo es eben auch darum geht, eben nicht, dass die Umwelt verschmutzt wird, eben gerade in Bezug auf die Anbaugebiete eben im Talkessel und im Überetsch und Unterland eben, sondern dass man hier einfach Wert auf Qualität legt. Wichtig ist es natürlich jetzt, dass man hier nicht stehen bleibt beim Tourismuskonzept, sondern dass man auch dort zukünftig in die Bahn- und Busverbindungen eben investiert. Es geht darum, diese Linien auszubauen, sie zu verbessern, sie effizienter zu machen, sie effizienter zu nutzen, jene Linien, die es bereits gibt. Und ansonsten kommt eben demnächst einfach noch der Brenner Basistunnel, wo neben dem Güterverkehr auch Personenverkehr eben auch noch ist. Und auch Richtung Süden, Richtung Italien kommt eben auch der Schnellzug dann, wo es bis Bozen wichtig ist, dass hier die Anbindung gemacht wird und dass man hier eben innerhalb kürzester Zeit und natürlich auch der Preis spielt eine große Rolle, dass man hier nicht verabsäumt, eben diese Anbindungen und Verbesserungen für die Zukunft eben hier zu machen. Deshalb kann ich nur ganz klar sagen, dieses Nein zu dieser Weiterfinanzierung, aber auch zum Gesamtkonzept des Flughafens, ist hier einfach ein klares Zeichen, dass man sich ganz bewusst für das Klimaland Südtirol entschieden hat. Der Sieger ist die direkte Demokratie auf alle Fälle, also Bürgerbeteiligung. Immerhin war die Wahlbeteiligung bei 46,7% sehr hoch. Für solche Befragungen, also das Volk ist das Souverän, der Souverän, und das Ergebnis muss auf alle Fälle respektiert werden. Ich denke, es ist auch ein großer Erfolg für die Südtiroler Freiheit insgesamt, und die sich da im Vorfeld sehr, sehr fest engagiert hat, und besonders hervorheben natürlich unser Vertreter, unser Stefan Zelger, der sich als Unterlandler, natürlich als Traminer, der mit viel Herzblut da eingesetzt hat. Vielen Dank, Stefan, für deinen Einsatz. Also der Erdutsch-Sieg, der Flughafengegner, hat natürlich gezeigt, das ist eine Abfuhr für unsere Landesregierung und besonders auch für den Landeshauptmann. Also er hat sich im Vorfeld ganz klar positioniert, und er sollte eigentlich ein Landeshauptmann für alle sein und sollte sich hier neutral verhalten. Eine kurze Analyse für meinen Heimatbezirk Bustertal, der sich ja mit 72% Gegnerschaft zum Flughafen ein klares Zeichen der Solidarität auch mit dem Unterland gezeigt hat. Und Arntal mit 67,8%, also da lag ich mit der Prognose genau richtig, wo ich zwischen 65% und 70% gedacht habe, vorausgeschaut habe. Oberes Bustertal war überdurchschnittlich hoch. Das ist ja sehr interessant, also das hängt sicher nicht nur zusammen mit dem Flughafen, sondern auch mit vielen anderen Sachen. Krankenhaus zum Beispiel, wo die Geburtenabteilung geschlossen wurde, aber inzwischen sich herausstellt, dass weitere Abteilungen geschlossen werden sollen. Und also Innichen mit, also mehrere Gemeinden mit knapp 80%, eine sogar über 80%, Niederdorf, und in Sechsten zum Beispiel, wo militante Flughafenbefürworter waren, die unsere Plakate heruntergerissen haben, immerhin auch noch 77%. Also Überraschung für mich waren die zwei Gemeinden im Gardatal und Gröden, also Kovara und Wolkenstein, wo die Befürworter gewonnen haben.
gerade dort sollte man ja schauen, auf Qualitätstourismus zu setzen und nicht auf Massentourismus. Ja, also abschließend möchte ich sagen, also wir müssen nach vorne schauen. Also ich habe im Vorfeld immer gesagt, es darf nach dem Referendum keine enttäuschten Verlierer geben. Es braucht Perspektiven für die Wirtschaft jetzt. Also ich denke, wir starten jetzt durch. Es braucht niemand den Kopf hängen zu lassen. Wir starten jetzt durch mit Investitionen in zukunftsträchtige Sparten, in alternative Mobilität und Energiewirtschaft und so weiter. Also hier besteht noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und ja, ein Satz noch, also wir werden uns sicher nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es steht das nächste Referendum im Herbst an und da zur staatlichen Verfassungsreform, und da gibt es noch sehr viel Arbeit für uns. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für die netten Worte, ich war fast verlegen. Ich kann das Lob nur zurückgeben, also unsere Landtagsabgeordneten waren die letzten Wochen jede Woche in irgendeiner Fußgängerzone für das Nein werden, jede Woche mit einem Infoamt in Südtirol unterwegs. Also ich glaube, wir als Südtiroler Freiheit insgesamt haben gezeigt, wie man eigentlich so eine Kampagne toll aufziehen kann und die Leute mobilisieren kann. Auch für ein Thema, das jetzt wahrscheinlich sonst nicht zu unseren Kernthemen gezählt würde. Ich will meinen Beitrag aus Sicht des Unterlandes kurz fassen. Man könnte es eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Danke. Danke an alle Bezirke. Man hat gesehen, dass die Solidarität nicht vor den Toren des Unterlands Halt gemacht hat. Das Nein hat in jedem einzelnen Bezirk, auch in Ladinien, sehr klar gewonnen. Und allen voran natürlich im Unterland. Wir hatten im Unterland sensationelle Wahlbeteiligungen, also nur in Saluren, wo die Wahlbeteiligung 40,3% war, aber auch, dass die 40%-Hürde geknackt wurde. Also nur in Saluren war die Wahlbeteiligung überall deutlich höher als 50%. Kotatsch hatte sogar die höchste von ganz Südtirol mit 77%, gefolgt von Tramin mit auch fast 77%. Und man hat einfach gesehen, wie die Unterlandler dieses Thema aufgegriffen haben. Wir haben Zustimmungswerte zum Nein, die ja eigentlich an bulgarische Wahlen erinnern. Wir haben in Tramin 93% dagegen, bei 75% Wahlbeteiligung. Wir haben in Kotatsch 93% dagegen. Und wir haben eigentlich nur eine einzige Gemeinde im Unterland, die unter 80% Widerstand geleistet hat, nämlich Altrai, aber immerhin auch noch mit 77,3%. Also man hat gesehen, wie sehr die Unterlandler und die Überätscher, auch in Kaltern und Eppern hatten wir über 80% Gegenstimmen, obwohl sich in Kaltern die Bürgermeisterin für den Flughafen ausgesprochen haben. Also man hat gesehen, die Leute sind mündig, sie lassen sich nichts vorschreiben und haben selber ihren Kopf. Es wurde hier ein großer Schaden von den Anwohnern abgewendet. Also wenn man die letzten Wochen zum Beispiel mit dem Zug an St. Jakob am Panzoll vorbeigefahren ist und die ganzen Nein-Aufhänger und Aufkleber gesehen hat und sich vor Augen gehalten hat, was das eigentlich für diese Leute bedeuten würde, wenn da im Abschnitt von allen 10 Minuten ein Jumbo-Jet oder ein Düsen-Jet starten und landen würde, dann kann man auch fassen, wie erleichtert diese Leute jetzt sein müssen. Und deshalb noch abschließend ein Danke an Südtirol und Danke an alle Wählerinnen und Wähler.